Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, und im heutigen Video möchte ich euch mal einen sehr leichten Solo-Money-Glitch zeigen. Ja, was benötigt ihr dafür? Ihr benötigt zunächst eine Kosatka. Da benötigt ihr entweder eine Terabyte oder eine MSI. Dann benötigt ihr eine Firmengarage. In der Firmengarage muss sich dann eine Tuning-Werkstatt befinden. Ja, stellt dann in die Firmengarage noch ein Elegy rein. Zudem braucht ihr dann noch ein Weenie Easy Classic, voll aufgetuned. Und ja, wenn ihr das habt, dann könnt ihr eigentlich schon losstarten. Als allererstes müsst ihr ein bisschen rumballern, so dass die Cops zu euch kommen. So, sind die Cops nun bei euch angekommen, dann lasst ihr euch einfach nur abknallen und wartet, bis ihr wieder gespawnt seid. Ich habe natürlich vergessen zu erwähnen, ihr solltet natürlich den Easy Classic am Anfang anfordern. So, die Cops, die haben jetzt unser Fahrzeug beschlagnahmt. So, und jetzt kommt ein kleiner Timing-Part, und zwar müsst ihr jetzt eure Kosatka anfordern. Und wenn ihr sie angefordert habt, müsst ihr sofort aufs Handy gehen und auf die Assistentin drauf. Ich mache es jetzt einmal, also die Kosatka anfordern, Handy öffnen, sofort auf die Assistentin drauf und X durchspammen, immer weiter X durchspammen. So, und ihr werdet jetzt sehen, dass nicht die Kosatka gespawnt ist, sondern euer Auto. Das ist nämlich genau richtig so. So, als nächstes fordert ihr einfach nur eure Terabyte oder euren MOC an. So, ist euer MOC oder Terabyte angekommen, werdet ihr sehen, dass euer Easy Classic wieder neben euch steht, aber ihr dürft keinenfalls da jetzt einsteigen. Schnappt euch einfach ein Straßenauto und fahrt einfach zu eurem Terabyte hin. Oder halt MOC, je nachdem, was für ein Fahrzeug ihr dafür benutzt. So, und wenn ihr dann an beim Terabyte angekommen seid, werdet ihr sehen, dass nicht der Terabyte da steht, sondern die verglitschte Kopie. Was ihr jetzt machen müsst, ist mit der verglitschten Kopie einfach zu eurer Firmengarage hinfahren. So, seid ihr nun bei eurer Firmengarage angekommen, dann steigt einfach einmal aus dem Auto aus, tut dann das persönliche Fahrzeug wieder einlagern und geht einfach einmal zu Fuß in die Garage, wo auch der LG findet. So, seid ihr dann nun in eurer Garage angekommen, dann steigt einfach nur in euer LG ein und dann drückt ihr einfach nur mit dem rechten Steuerkreuz, um das Fahrzeug zu modifizieren. So, seid ihr in der Tuning-Werkstatt drin, dann tut einfach irgendwas am Fahrzeug ändern, ist wirklich ganz egal was. Ich habe jetzt die Bremsen geändert, aber ändert am besten Nummernschild oder so. Das ist am billigsten. Dann tut einfach die Immobilie verlassen. Dann werdet ihr draußen wieder neben eurem Auto wieder spawnen. So, dann steigt einfach in den Classic rein. Und fahrt dann in die Firmengarage rein. So, jetzt werdet ihr sehen, dass er aus dem Auto rausgeschmissen wird. So, als nächstes müssen wir dann unser Terabyte oder MOC dann einlagern, je nachdem benutzt haben gerade. So, haben wir das dann eingelagert, dann steigen wir einfach einmal in das Auto ein und ihr werdet sehen, ihr werdet direkt wieder rausgeworfen. Wenn ihr aus dem Auto rausgeworfen werdet, dann geht einfach ein paar Meter von dem Easy weg, dann wird das einmal kurz despawnen und wieder spawnen und dann, ja, habt ihr die Kopie jetzt gespeichert und wir können ja einmal mal gucken, wie viel die Kopie jetzt geben wird.
Dafür begeben wir uns einfach mal kurz zu LS Customs. So Leute, und ihr seht, ja, ich würde für diese Kopie jetzt 785.000 GTA-Dollar bekommen. Ja, was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Ja, aber achtet auf jeden Fall darauf, Leute, dass ihr ein iFood-Kennzeichen auf dem Terabyte oder auf der MOC dann drauf habt. Ja, ansonsten sind es dann dreckige Kopien. Und ja, wenn ihr eine dreckige Kopie habt, heißt das, wenn ihr ein Auto verkauft, ist es so, als ob ihr 99 normale Autos verkauft. Und ja, so kommt ihr sehr schnell ins Cheater-Level. Deswegen besorgt euch am besten ein iFood-Kennzeichen. Ja, Leute, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.